Ja, hallo Messerfreunde. Gerade war die Post da und hat mir ein Paket aus Schweden gebracht. Und wo kommen solche Pakete? Meistens bei mir zumindest her. Und zwar von Heiko Haes aus Schweden. Ja, ich habe jetzt lange darauf gewartet auf das Paket und ging aber trotzdem schnell von Schweden hierher. Also mich erstaunt es immer wieder, wie schnell eigentlich mittlerweile ein Paket verschickt werden kann. Und jetzt kam es heute an. Das Wetter ist leider richtig scheiße heute draußen bei uns. Und deswegen bin ich jetzt wieder drinnen. Und jetzt machen wir das mal auf. Und mal schauen, was der Heiko mir hier geschickt hat. Gut, ich weiß es ja schon, aber will noch nicht so viel zu verraten. Und aufmachen werde ich das Paket natürlich mit meinem Wildmark. Also sozusagen Häsmesser öffnet. Verpacktes Häsmesser. Also, machen wir es mal auf. Das ist jetzt bestimmt, selber erstmal schauen, wie das der Heiko jetzt hier zugemacht hat. Vielleicht kann ich den Karton nochmal verwenden. Am besten mal hier reingehen, ja. Das Wildmark ist immer noch völlig scharf. Gut, ich habe es immer mal wieder ab und zu über den Schabmecher gezogen gehabt. Und der O1 Kohlenstoffstahl, wo der Heiko ja selber härtet, der hält die Schärfe natürlich auch sehr gut. Ich muss hier bloß aufpassen, nicht dass ich hier vielleicht in die Lederscheide schneide. Das wäre natürlich jetzt das Perfekte, gleich so lange auf dem Messer gewartet und dann gleich hier was bestätigt beim Öffnen. Nee, sieht aber gut aus. Nochmal extra eingepackt, hat der Heiko nochmal extra irgendwas eingewickelt. Hier mal die Rechnung. Alles klar, Heiko, das überweise ich dann die nächsten paar Tage gleich. Hat es auch hier nochmal ganz neu in schwedischen Kronen ausgewiesen. Also top hier. So, dann schauen wir uns mal an, was der Heiko uns hier geschickt hat. Was ist das hier nochmal? Wild Chips. Fett. Perfekt schwedisch. Wild Chips. Naja, ich denke mal, das wird irgendwas zu essen sein. Muss ich den Heiko nochmal fragen. Aber cool. Bisschen ausgekleidet hier nochmal. Oh ja, das. Ist ein fettes Teil. Wieder mal ein fettes Teil bekommen hier vom Heiko. So, mal diese Luftpolsterfolie entfernen. Leute, das Holz sieht richtig fett aus. Richtig fett sieht das Holz aus. So hatte ich es mir eigentlich auch vorgestellt gehabt. Und wir haben hier ein Heiko Haes. Raven oder Järven. Ich weiß nicht genau, wie man es wieder ausspricht. Ich labere hier einfach wieder so, wie ich es mir denke. Und ja, die ist ein richtig fettes Teil, ist das. Also so auf den ersten Blick muss ich sagen, die Scheide hier vom Järven, sag ich jetzt mal dazu, ist nochmal ein Stück besser gemacht wie die Scheide von meinem Wildmark. Hat der Heiko noch mal ein bisschen was zugelegt. Also hier die ganzen Kanten und alles sind besser verschliffen. Und hier unten hat er auch noch mal, ja, hier hat er so einen Kunststoff-Einsatz reingenäht oder reingemacht. Wahrscheinlich so als Durchstechschutz, weil es ist hier schon trocken, das Järven. Oh Mann, das ist ein Name, was der Heiko hier hat. Naja. Okay, dann tun wir es mal raus, würde ich sagen. Oh ja, die Perle ist ganz schön fest. So, jetzt bin ich selber gespannt wie Beule. Holen wir es mal raus. Oh ja, das Messer sitzt hier. Ich habe ja hier ein Video schon gemacht zum Wildmark. Und da hatte ich bemängelt gehabt. Das war auch das Einzige, was ich bemängelt gehabt habe. Dass das Messer hier, dass mein Wildmark in der Scheide nicht sonderlich fest drin sitzt. Und das hat der Heiko jetzt hier wesentlich besser gemacht. Boah, Leute, ein Brett.
Alter Schwede, ey. Heiko, was hast du mir denn da gebaut? Also das Holz ist ja der Knaller. Alter Verwalter, ist das Holz ein Knaller, Leute, ich sag's euch. Das ist ja ein Tier. Du lieber Himmel, ey. Und hier ist noch Öl drauf, müsste ich jetzt mal einen Lappen holen. Aber ich kann euch mal den Griff zeigen hier. Also guckt euch mal das Holz an. Ich hoffe, dass es auf dem Video einigermaßen so rüberkommt. Das Licht ist heute nicht das Beste. Aber das Holz hier bei meinem Järven ist Buckeye Burl oder wie das heißt. Scheiß drauf, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und das wurde stabilisiert und leicht gefärbt. Und das hat, da hat der Heiko mir vorher Bilder geschickt gehabt. Und ich konnte mir dann eins aussuchen und meine Wahl fiel dann auf dieses hier, weil das hier auch nochmal so schöne Einschlüsse hat. Also das Messer ist wirklich, das liegt saugut in der Hand. Leute, liegt das Teil fett in der Hand. Für diese Größe. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt bleibt mal kurz dran. Ich bin gleich wieder da. Ich hole nochmal schnell einen Lappen. Ich filme ja immer noch mit meinem Handy hier und ich filme die Videos meistens nur und bearbeite sie nicht weiter, weil mir dazu die Zeit fehlt und deshalb ist das alles bei mir hier immer ein bisschen improvisiert. Mal das Öl hier wegwissen von der Produktion. Ich denke, der Heiko hat es mal ein bisschen geölt gehabt, falls es ja, weil es doch ein paar Tage mit der Post unterwegs war. Nicht, dass es hier irgendwo mal ein bisschen liegt und dann anläuft oder so, obwohl das auch nicht weiter schlimm wäre. Ja, ich denke, jetzt kann man es besser sehen. Also guckt euch mal das Järven an. Ein fettes Teil, Leute, und das Ding liegt wie Arsch auf Eimer. Also das Teil liegt mir, ja, das liegt mir bald besser noch in der Hand, wie man wild mag. Das Wildmark liegt schon fett in der Hand, aber das ist hier ohne die Daumenrampe. Also so schön wie so eine Daumenrampe ist, aber mittlerweile jetzt im direkten Vergleich zu dem neuen Messer hier, ist es ohne Daumenrampe bald besser. Das ist ein geiles Teil, ey. Richtig cool gemacht. Und ich muss sagen, dass dieses stabilisierte Holz vom Griffgefühl und wie es der Heiko auch hier nochmal bearbeitet hat, besser ist. Wie das, das ist zwar hier Wüsteneisenholz und das, ist, das kann man ja nicht weiter stabilisieren, weil die einfach zu dicht ist, die Struktur vom Wüsteneisenholz. Und deshalb, aber das Finish hier von so einem stabilisierten Holz ist eigentlich wesentlich cooler. Also das ist echt ein geiles Teil. Und das ist gar nicht so schwer. Jetzt guckt euch mal diese fette Klinge an. Aber das Teil ist echt gut führig, ey. Also das ist echt ein geiles Teil. Also Heiko, erstmal vielen, vielen Dank. Ist wirklich ein Top-Messer, was du mir hier gebaut hast, ey. So, jetzt bin ich so euphorisch gewesen die ganze Zeit, dass ich das Wichtigste vergessen habe. Du machst mal die Daten behandeln. Also das Järven hat eine Gesamtlänge von 290 mm. Also ist wirklich ein fettes Teil eben, ey. Die Klingenlänge beträgt 16,7 cm. Dann die Klinge besteht wieder wie beim Heiko meistens aus diesem Kohlenstoffteil, diesen 1.2510 oder auch bekannt unter dem Namen O1. Dieser Stahl findet auch häufig Verwendung bei Enzo-Messern wie dem Trapper. Die Klinge ist ultra fette 6 mm dick. Das Griffmaterial ist, wie schon gesagt, hier stabilisiertes Buckeye Burl. Ich denke, dass man das so ausspricht. Und ja, hier nochmal mit dem Lederbändchen dran. Also das ist echt ein Teil, Leute. Ich bin total begeistert. Das liegt so gut in der Hand. Heiko, 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 du kannst schon Messer bauen, Alter. Ey. Aber das gesamte Finish ist, muss ich so sagen, nochmals besser als bei meinem Wildmark. Also vielleicht hat der Heiko hier nochmal
andere Maschinen jetzt, weil schaut euch mal hier, das ist einfach irgendwie noch besser gemacht. Also hier großes Kompliment an Heiko, der hat sich hier nochmal gesteigert im Vergleich zu meinem Wildmark. Das kommt mir einfach so vor. Obwohl auch hier die Kanten alle sauber gebrochen sind. Gut, es ist jetzt schon ein bisschen in Gebrauch gewesen, das Wildmark. Ist immer noch sauscharf. Ziehst dann immer mal über den Spyderco Sharpmaker kurz und dann ist es wieder, kannst du wieder hier Haare rasieren. Aber das Teil ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, also wirklich ein tolles Teil. So, dann schauen wir mal, wie die Schärfe ist. Ich denke, die wird wieder hervorragend sein. Der Heiko schärft ja mit dem Lansky-Set. Und ja, das scheint mir rattenscharf zu sein. Hab hier mal ein Blatt Papier, wo habe ich es hingelegt? Warte mal. Mal das rein hier. Ja, man merkt schon, es ist scharf wie Sau. So, das ist hier relativ dünnes Papier, also schaut euch das an, Leute. Schaut es euch an. Könnte man ganz feine, Moment mal. Noch einmal. Ist gar nicht so einfach hier bei dem dünnen Papier. Also wirklich, vielleicht kann man sehen hier, kann man ganz dünne, feine Streifen schneiden. Also so scharf muss ein Messer sein, wenn es bei einem ankommt. Und ist natürlich auch cool mit diesem Kohlenstoffstahl, der wird natürlich auch wirklich sehr, sehr scharf. Dieser Kohlenstoffstahl, dieser 1.2510 oder ich sage jetzt einfach O1, bietet wirklich eine sehr gute Schnitthaltigkeit, ist sehr zäh, also er bricht kaum aus oder neigt kaum zum Ausbrechen, was natürlich damit auch zusammenhängt, dass bei diesem Stahl hier zwar Karbide vorhanden sind, aber diese sehr, sehr klein sind, also so gut wie nicht wahrgenommen werden können oder so steht es zumindest in meinem Buch. Also das Teil liegt hier echt, das liegt wie Arsch auf einmal, Leute. Es tut mir jetzt leid, dass es so ein bisschen ein Gestammel heute ist bei meinem Video. Gut, das ist ja öfters der Fall, aber ich bin einfach total geflasht von dem Teil. Der ganze Griff, wie er denn angepasst hat und dieses stabilisierte Holz und diese Farben. Es ist Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also es ist wirklich so ein tolles Messer, ey. Und das Ding ist trotz seiner 6 mm und seiner Länge sowas von geil. Ja, schauen wir uns nochmal die Lederscheide an. Wie schon gesagt, ich habe es leider meine Lederscheide vom Wildmark nicht hier, die liegt jetzt unten bei mir. Aber dieses Lederscheide ist nochmal etwas besser gemacht wie meine Scheide vom Wildmark. Erstens sitzt das Messer fester in der Scheide. Ja. Fällt auch nicht raus. Und hier unten hat er auch nochmal der Heiko so einen Plastikeinsatz, so einen Durchstechschutz hier eingearbeitet. Das ist was bei dem Messer, denke ich, doch von Vorteil ist. Hat natürlich ein stattliches Gewicht, das Teil. Klar bei 6 mm Klingenstärke und bei den Maßen. Aber ich meine, das ist hier einfach ein richtig geiles Teil. Ich will es jetzt nächsten Monat. Möchte ich es jetzt gerne mit zum Zelten mitnehmen und möchte jeden Tag damit auch das Essen zubereiten. Und Heimatland bin ich total, ich bin total neben der Spur, Leute. Das ist ein geiles Teil. Nochmal genau schauen, der ist alles perfekt gemacht. Ist alles perfekt gemacht. Das Holz, das ist der Knaller. Gut, das Holz kostet jetzt hier Aufpreis. Dadurch wurde das ganze Messer ein paar Euro teurer. Aber das ist es allemal wert. Also, wie schon gesagt, Leute, der Heiko macht super Messer. Hat sich hier beim Raven
oder Jähren, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, nochmals gesteigert. Ich kann es ja genau erklären, aber das Große, das Neue hier, das fühlt sich einfach nochmal viel besser und an wie mein Wildmark hier. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach noch ein bisschen schöner hier gemacht. Das Finish ist noch ein bisschen besser und das stabilisierte Holz, vor allen Dingen, dass es hier so perfekt sich anfühlt und die Maserung nochmal so hervortritt, gefällt mir also bald besser wie hier das naturbelassene Wüsteneisenholz, obwohl natürlich Wüsteneisenholz schon ein schönes Holz ist. Ja Leute, das war mein, kurz kann man es nicht nennen, aber das war mein Video oder mein Unboxing zum Heiko Häs, zu meinem neuen Heiko Häs. Ich denke mal, ich werde da nochmal in ein paar Wochen ein neues Video dazu machen. Und wenn ich es dann mal ein bisschen getestet habe. Und ja, vielen Dank an Heiko Häs für das klasse Messer und die super Verarbeitung. Und ich bin begeistert, Heiko. Mach so weiter. Und wer sich für ein handgemachtes Messer interessiert, was funktional ist oder funktionell und ein schönes Griffmaterial will, und immer wieder bin ich begeistert von der Handlage seiner Messer, der sollte sich hier mal beim Heiko Häs umschauen auf der Website. Und auch hier nochmal möchte ich nochmal Werbung machen für die Messerfreunde aus Facebook. Also wenn ihr Messer interessiert seid und oder Messer begeistert, dann schaut mal auf Facebook vorbei bei den Messerfreunden. Wir sind eine coole Gruppe und ich poste da eigentlich ziemlich viel, weil es einfach schnell geht. Dann machst du kurz mit dem Handy ein Foto, wenn du irgendwas Neues bekommen hast, und stellst es hier bei den Messerfreunden auf Facebook ein. Also Leute, sorry nochmal, das war jetzt alles ein bisschen so improvisiert, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen, mein neues Häs-Messer, und wollte dazu ein kurzes Unboxing machen. Und ich denke, ich werde dann nochmal, wie schon gesagt, ein neues Video dazu machen. Und ich werde es nochmal ein bisschen befummeln. Ich bin begeistert, Leute. Also, bleibt gesund, Leute. Abonniert mich doch. Und bis bald. Ciao.